Wer sich das Ganze anschauen möchte, ich werde am Ende einmal so einen kompletten Farmrun mal zeigen, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise was man da macht, wie schnell das Ganze geht, das Ganze natürlich im Zeitraffer halten. Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ganz viele von euch haben mich gefragt, ob ich ein Guide dazu machen kann, wie man Roadtrip-Tickets farmen kann. Und eigentlich ist es ganz einfach. Und ich möchte euch in diesem Guide zeigen, wie ihr innerhalb von einer Stunde 300, naja, ein bisschen mehr als 300 Tickets farmen könnt. Und das Ganze super einfach. Als allererstes haben wir einen Helden dabei, oder ich habe einen Helden dabei, der auf jeden Fall einen Teddy dabei hat. Das heißt, ich habe einen Entdecker dabei, der einen Teddy dabei hat. Ich brauche oder ich möchte so schnell wie es geht unterwegs sein. Das heißt, ich habe den Phasenwechsel dabei und ich habe, falls ich farmen möchte oder falls ich noch Zeit über habe, 1 oder 2 oder 3 Minuten, habe ich die antimaterielle Ladung, dass ich schnell farmen kann. Dementsprechend habe ich natürlich meine Helden oder meinen Bonus nochmal so weit unterstützt, dass ich nochmal 6% mehr auf doppelte Beute habe und mein Phasenwechsel macht am Ende eine Explosion. Ich möchte ganz kurz zu diesem Held noch was sagen. Bei dem Held, den Phasenwechsel, können wir alle 5 Sekunden benutzen und wir haben 3 Aufladungen. Das gleiche haben wir auch beim Teddy. Den können wir natürlich nicht alle 5 Sekunden benutzen, aber er lädt sich 50% schneller auf, macht 50% mehr Schaden und wir haben von Anfang an 3 Aufladungen. Ist natürlich alles extrem nice und macht den Kampf gleich umso einfacher. Wollen wir uns die Karte angucken? Bei der Karte ist es ganz simpel. Wir gehen nicht ins Horde-Event. Das Horde-Event kostet uns zu viel Zeit, weil innerhalb von einer Stunde das Horde-Event werdet ihr selber einsehen müssen. Wir bekommen innerhalb von einer Stunde keine 300 Tickets, außer wir spielen diese eine Herausforderung und wir schaffen sie auch noch und wir bekommen den Bonus von 500 oder 1000 Tickets. Dann ja, aber sonst keine Chance. So, ich werde das Ganze einmal vorrechnen und das Ganze ist natürlich super einfach. Wir gehen als allererstes, egal wie hoch ihr im Blitzlevel seid, für die natürlich, die jetzt gerade am Anfang stehen und die das Spiel gerade anfangen oder noch im Steinwald sind, ja, für die wird es halt ein bisschen schwieriger, beziehungsweise konzentriert euch eher darauf, nach oben zu kommen, als die Ticket zu farmen. Für die Leute, die natürlich, wie gesagt, wie in meinem Fall ein bisschen höher im Blitzlevel sind, für die ist es umso einfacher. Jede, ob es nun im Steinwald ist oder in Plankaton, jede bekämpfe den Sturmmission, ob es nun ein Core zum Verteidigen gibt, 2 oder auch 3, dauert genau 10 Minuten. Wie kommt das Ganze zustande? Wir suchen nach den Cores. Wir brauchen 2 Blue Glow, um den Kampf zu starten. In dem Moment, wo wir die Cores gefunden haben, aktivieren wir die und hauen die Blue Glows rein. Je nachdem, wie hoch ihr im Blitzlevel seid, in meinem Fall muss ich da drin noch nicht mal kämpfen. Ich stelle einen Teddy hin und es kommt auch kein Mob bei dem Core an, ob ich da nun Verteidigung hinbaue oder nicht. Weil der Teddy nur, wenn er hustet, 5 Mobs auf einmal tötet und dementsprechend macht es die Drohne. Und dadurch, dass wir den Teddy oder auch die Drohne, naja, die Drohne können wir nur zweimal oder nur einmal aufstellen, je nachdem, wie weit wir sie geskillt haben, aber den Teddy können wir 50% schneller aufstellen. Und wir machen mit unserer Phasenexplosion oder eher gesagt mit unserem Phasenwechsel am Ende eine Explosion, die an Level 9 Mobs so viel Schaden macht, dass wir eigentlich nur mit unseren Fertigkeiten diese ganze Mission machen. 10 Minuten, dann sind wir aus dieser Mission raus. Das Ganze haben wir zweimal, das heißt, wir würden nach 20 Minuten schon 100 Tickets haben. Jetzt haben wir natürlich hier keine weitere Möglichkeit, wenn wir natürlich sagen wollen, wir wollen die Stürme hier überall auch noch abfarmen. In einer Datenbeschaffungsmission seid ihr 17 Minuten drin. Das heißt, ihr hättet nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe nochmal 17 Minuten in die und 17 Minuten in die andere Mission. Allerdings, wenn ihr das wirklich auf kurzer Zeit halten wollt, also wir rechnen das Ganze nochmal hoch. Diese Mission habe ich eben gerade eben gemacht. 100 Tickets für 20 Minuten. Danach machen wir das Ganze im Plankathon weiter. 100 Tickets für 20 Minuten, danach holen wir uns 10 Minuten länger gespielt, 65 Tickets mehr dazu, nochmal 10 Minuten länger gespielt, nochmal 55 Tickets mehr dazu. Das heißt, wir haben jetzt 40 Minuten gespielt und haben schon über 200 Tickets. Naja, jetzt gehen uns langsam die Bekämpfe des Sturms in dem Einfachen aus. Naja, dann suchen wir uns halt Zweifache. Hier haben wir einen Zweifachen, da kriegen wir aber keine Tickets. Hier unten haben wir einen Zweifachen, da bekommen wir Tickets.
dann geben wir in die rein. Wenn uns diese Missionen dann auch langsam ausgehen, suchen wir nach den Dreifachen. Wenn es bei den Dreifachen oder auch bei den Stürmen nicht mehr die Möglichkeit gibt, danach gehen wir in Repariere den Schutzbunker. Das sind auch 10-Minuten-Missionen. Und zwar, ihr dürft euch am Anfang einfach nicht die Zeit lassen. Lauft, sucht nach diesem Schutzbunker, den ihr reparieren müsst. Sucht nach dem, geht hin und startet es. Jetzt müsst ihr 7 Minuten oder habt 7 Minuten Zeit, so gesehen, bis ihr die ganzen Module gefunden habt. Das geht auch ganz schnell, das dauert noch keine 7 Minuten, das dauert ungefähr 3 Minuten. Das heißt, man steht danach irgendwie nur noch, sobald man sie ja gefunden hat, müsst ihr auch nicht mehr lange warten, müsst also nicht mehr die restliche Zeit warten, sondern danach geht der Kampf los, 7 Minuten Kampf und raus. Das heißt, ihr seid, deswegen sage ich auch, man läuft rein, findet, oder eher gesagt, muss ja noch nicht mal nach dem Schutzbunker suchen, der wird markiert, läuft zu dem Schutzbunker hin, aktiviert den, sucht nach diesen Modulen, nach 3 Minuten, 4 Minuten hat man alle Module gefunden, kämpft 7 Minuten, geht aus der Mission. Und das macht ihr so lange, naja, man muss immer dazu sagen, während man das Ganze macht, wenn man eine Stunde hier kämpft und man am Ende nachher ankommt und sagt, okay, ich habe jetzt meine 300, innerhalb dieser einen Stunde meine 300 Tickets erfarmt, jetzt gehen mir langsam die Missionen aus. Es werden immer wieder die Missionen resetten und dann hat man danach, wo man sagt, okay, ich habe jetzt alle 10 Minuten Missionen abgefarmt. Ob es jetzt nun im Steinwald, Plankerton, Brutal bis nach Twin Peaks, wo auch immer ist. Jetzt gehe ich in die 15 bzw. in die 17 Minuten Mission und danach gehe ich in die 20 Minuten Mission. Und danach habe ich alle Stürme eigentlich abgefarmt und habe meine... Naja, jetzt muss man es wieder hochrechnen auf die Horde-Zeit. Also das heißt, wenn ihr Horde spielt, bekommt ihr 500 Tickets im Durchschnitt zwischen 3 bis 4 Stunden. Naja, wenn wir jetzt diese 3 bis 4 Stunden hier spielen, bekommen wir unsere 1000 Tickets. Und das jeden Tag. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen und vor allen Dingen weitergeholfen, weil ihr kommt super schnell an Tickets und ihr könnt euch eure Tickets super schnell erfarmen. Ihr müsst wirklich nur die Mission in Priorität abarbeiten. Je nachdem, wie hoch ihr im Blitzlevel seid, ist es für euch natürlich einfacher. Selbst wenn ihr im Blitzlevel nicht ganz so hoch seid, dann müsst ihr halt nur ein bisschen mehr bauen und müsst euch ein bisschen mehr an dem Kampf beteiligen. Aber die Mission von der Zeit bleibt die gleiche. Ihr geht kommt in die Mission rein, ihr sucht nach dem Blue Glow, ihr sucht nach dem Core, ihr geht zu dem Core, ihr startet es, ihr baut es ein, ihr kämpft 10 Minuten, ihr geht raus. Ganz einfach. Und das dauert, wie gesagt, 10 Minuten mit reinladen und rausladen. Wer sich das Ganze anschauen möchte, ich werde am Ende einmal so einen kompletten Farmrun mal zeigen, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise was man da macht, wie schnell das Ganze geht, das Ganze natürlich im Zeitraffer halten, damit ihr euch keine 10 Minuten da angucken müsst, sondern irgendwie nur 3 oder 4 oder die Leute, die sich das angucken wollen. Ich werde da ein bisschen Musik drunter legen. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Tickets farmen. Es geht super schnell und ich habe heute auch schon wieder meine 1000 Tickets geholt. Oder eher gesagt, auch gekauft, das letzte Lama eben gerade aufgemacht. Und jetzt bin ich mittlerweile auch wieder bei 26 Tickets. Das heißt, ich müsste wieder bei 0 anfangen. Aber es ist ja auch nicht bei 0. Das ist ja nur morgen 3 Stunden spielen und dann habe ich wieder meine 1000 Tickets erfarmt. Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.